Hallo, ich bin Marius Bülter, ich bin 28 Jahre alt, Stürmer auf Schalke und das ist mein Notstermin. Ja, Mario, schön, dass das klappt. Ja, hier schön. Am Campus Lingen, einem Standort der Hochschule Osnabrück. Für dich ein ganz besonderer Ort, denn du kennst das hier ganz gut. Du hast hier viel Zeit in deinem Leben verbracht, denn du hast hier studiert, Maschinenbau. Welche Erinnerungen kommen hier so hoch, wenn wir hier über den Campus schlendern? Schöne, weil es ja schon intensive Zeit in meinem Leben war, auch wenn es jetzt schon etwas länger her ist. Ich war oft hier, auch wenn ich nicht der typische Student war, der jede Vorlesung besucht hat, aber es war eine schöne Zeit. Warum Maschinenbau? Was hat den Ausschlag gegeben für diese Studienrichtung? Zum einen, weil schon Mathe und eben auch Sport in der Schule meine Fächer waren, die mir am meisten Spaß gemacht haben. Und ich natürlich auch ein bisschen Hoffnung hatte, dass ich mit diesem Studium gute Jobchancen habe. Ich glaube, hat man auch ganz gut, aber bisher brauche ich es ja noch nicht. Was war so dein Plan, als du angefangen hast zu studieren? Also hast du dir schon ausgemalt, wo es dann in 4, 5 Jahren hingehen könnte? War mein Ziel, als ich angefangen habe, das Studium zu beginnen, war mein Ziel natürlich irgendwann, dass ich mit dem Studium irgendwann einen Job finde. Aber in erster Linie war es einfach, dass ich nach der Schule überlegt habe, was ich mache. Nur Fußball spielen war damals in weiter Ferne. Deswegen habe ich mich damals für das Studium entschieden. Ja, du sagst es gerade, du warst ein ziemlich guter Fußballer, aber auch noch irgendwie weit weg vom Bereich Profifußball. Dann hast du aber den Sprung in den Profifußball geschafft und dein Studium lief noch. War irgendwann mal Thema bei dir, ich lasse das Studium jetzt liegen, ich breche das Ganze ab, ich setze alles auf die Karte Fußball? Ich muss sagen, nachdem ich mein Studium bis auf die Bachelorarbeit und das Praktikum, was damit verbunden war, fertig hatte, war es schon so eine Zeit lang, so ich glaube so 2, 2,5 Jahre, wo ich nicht mehr so viel fürs Studium getan habe, weil eben, um das Studium zu beenden, musste ich ein Praktikum machen, was eben mit normalen Arbeitszeiten verbunden war. Und da ich damals zu dem Zeitpunkt dann Regionalliga gespielt habe und schon oft trainiert habe, war es zeitlich schwierig, das alles unter einen Hut zu bringen. Deswegen habe ich es fast 3 Jahre lang ein bisschen schleifen lassen. Aber ich bin froh, dass damals auch meine Eltern mir ein bisschen in den Arsch getreten haben und gesagt haben, ich soll mein Studium beenden. Da habe ich es dann irgendwann doch geschafft, mein Praktikum zu machen, auch wenn es in der Zeit ziemlich anstrengend war, dann noch nebenbei Fußball zu spielen. Wenn wir jetzt hier links und rechts gucken, gibt es verschiedene Räume. Sind das auch Räume gewesen, wo du früher Vorlesungen gehabt hast? Ja, natürlich. In die Gebäude kann man sich natürlich noch erinnern. In dem einen war man öfters, in dem anderen eben weniger. Aber das sind alles Sachen, die mir noch gut in Erinnerung bleiben. Du warst auch als Student hier regelmäßig vor Ort oder hast du gesagt, ich lasse auch mal eine Vorlesung flöten? Doch. Das kam auch vor. Also ich war sicherlich nicht der fleißigste Student, was die Vorlesung angeht, aber größtenteils war ich schon hier, aber ich glaube, die wenigsten Studenten halten sich an allen Vorlesungen. Deswegen war ich natürlich auch einige Male nicht da. Kann ich bestätigen, aber du hast einen erfolgreichen Abschluss gemacht. Bachelor, Thema deiner Bachelorarbeit war? Ich musste echt überlegen, ich glaube, Konzeption einer Antriebsrolle für eine Klebevorrichtung oder irgendwie so in der Art. Also ich kann mich nicht mehr so 100% dran erinnern. Wie kommt man auf das Thema? Oder kannst du das Thema einem Laien wie mir in 3, 4 Sätzen erklären, was du da gemacht hast? Ja, das lag eben auch an meinem Praktikum, was ich in der Firma gemacht habe. Das war damals eine Firma, die so Holzbearbeitungsmaschinen hergestellt hat. Und das war einfach so eine Klebevorrichtung, womit man Kanten anleimen kann, damit die Kanten bearbeitet werden mit diesem Ding. Wir haben gerade schon ein bisschen über das Studium gesprochen oder du sagst, du warst auch nicht immer hier. Aber wie war das bei der Bachelorarbeit? War die rechtzeitig fertig oder war es so letzter Abend 23.59 Uhr und am Tag später 11 Uhr binden, 12 Uhr abgeben? Nee, also die hatte ich schon rechtzeitig fertig, aber ich kann mich daran erinnern mit den ganzen Formaten und sowas, die man alle einhalten musste. Und ich habe es rechtzeitig fertig bekommen, aber es war am Ende schon ein bisschen eng. Aber die Bachelorarbeit, das, was ich schreiben musste, das hatte ich eigentlich rechtzeitig fertig. Aber der Seitenrand, mal eine Grafik, ja, Fußnoten, genau, ne? Genau das. Ja, ich glaube, das kennen wir alle.
Marius, du hast gerade gesagt, mit Maschinenbau hättest du ganz gute Zukunftsperspektiven gehabt. Was war als kleiner Junge eigentlich dein Berufswunsch? Ich weiß ja, wahrscheinlich Fußballprofi. Also ich glaube, es hatte wahrscheinlich jeder kleine Junge. Aber ich fand damals noch Architektur ganz gut. Aber ja, da ist dann nie wirklich was draus geworden. Ich glaube, Maschinenbau war dann am Ende wirklich auch oder der Hauptgrund, warum ich es gemacht habe, weil ich gute Chancen gesehen habe für einen guten Job. Wie war dein Studiengang damals hier? Wart ihr eine große Gruppe? Wart ihr eine kleine Gruppe? Ja, dadurch, dass es eine Hochschule ist, war es am Ende, glaube ich, eine eher kleinere Gruppe. Ich glaube, so, ja, es ist dann mit der Zeit natürlich auch mal ein bisschen weniger geworden. Ich glaube, angefangen hat so mit 40, 50 Leuten. Hast du noch Kontakt zu dem einen oder anderen Kommilitonen von damals? Ganz bisschen. Also hin und wieder schreibt man sich mal, aber ja, ist mit der Zeit auch weniger geworden. Ich glaube, das ist jetzt auch schon fast, ja, 5, 6 Jahre her, dass ich hier studiert habe. Von daher, ja, es ist weniger geworden. Gab es denn die eine oder andere WhatsApp oder vielleicht auch über andere Wege Nachrichten, als du zu Schalke gewechselt bist, dass der eine oder andere dir gratuliert hat, sich gefreut hat? Ja, also dadurch, dass ich hier nicht so wirklich am Studentenleben teilgenommen habe, hatte ich hier nicht so viele Leute, mit denen ich befreundet war. Aber sicherlich hatte ich da so 2, 3, mit denen ich mich gut verstanden habe. Und ja, da ist auch die eine oder andere Nachricht gekommen. Du sagst es gerade, du hast nicht so viel am Studentenleben teilgenommen. Du hast nicht in Lingen gewohnt. Am Ende deines Studiums hast du in Osnabrück gewohnt, eine gute Autostunde von hier entfernt. Ich glaube, in einer Wohngemeinschaft damals, ne? Ja, am Anfang habe ich alleine gewohnt. Dann haben aber 2 gute Freunde von mir haben auch eine Wohnung gesucht. Und wir fanden es damals cool, wir wollten es mal ausprobieren. Am Ende war es eine coole Zeit und ich habe es nicht bereut, dass ich das damals gemacht habe. Gab es da klare Absprachen im Haus, also Putzpläne, Einkaufspläne, Kochpläne? Dadurch, dass wir alle einen relativ unregelmäßigen Tagesablauf hatten, weil ich ja damals ja Student war und Fußball gespielt habe, der eine hat gearbeitet, kam es nicht so häufig vor, dass wir zusammen gegessen haben. Aber ich sag mal so, also ich war auf jeden Fall nicht derjenige, der damals gerne abgewaschen hat. Gab es denn noch Tage, wo der Kühlschrank leer war und man dann Pizzadienst gerufen hat oder abends um 11 nochmal durch irgendein Fastfood-Restaurant durch eine Einfahrtsstraße fahren musste, damit man was im Magen hatte? Die Tage gab es natürlich auch. Also so oft oder so auf Ernährung geachtet, wie ich es jetzt seit ein paar Jahren mache, war was damals bestimmt nicht. Also da hat man schon mal die eine andere Pizza gegessen. Du hast es gerade schon gesagt, du hast studiert, hast aber auch ambitioniert Fußball gespielt in der 4. Liga beim SV Rödinghausen. Ein Verein, der gewachsen ist zu der Zeit, auch als du dahin gewechselt bist. 4. Liga, Regionalliga, unsere U23 spielt auch da. Ist eine hohe Liga, aber irgendwie ist es doch auch noch ein Stück weit weg vom Profifußball. Wann hast du gemerkt oder gespürt, ich kann den Sprung vielleicht noch weiter nach oben schaffen? Ja, das war eigentlich erst in meinem letzten Jahr, wo ich dort gespielt habe, in dem Jahr, bevor ich zu Magdeburg gewechselt bin. Das war das Jahr, wo ich auch Torschützenkönig geworden bin, da, ja, weil es dann natürlich die ein oder andere Anfrage kam. Da hat man natürlich dann schon gemerkt, okay, man kann es noch höher schaffen, auch wenn es in den Jahren zuvor auch mal wieder immer mal wieder eine Anfrage gab, aber halt nie so, ja, dass ich gedacht habe, die wollen mich wirklich. Von daher war es wirklich erst im letzten Jahr. Waren Studium und Fußball denn miteinander kompatibel oder gab es auch mal Abendseminare, wo du dann mit dir selber Engel links, Teufel rechts gucken musstest, gehe ich zum Training oder gehe ich zum Seminar? Ja, da bin ich eigentlich immer zum Training gegangen. Also ich muss ja sagen, am Anfang meines Studiums habe ich auch noch Oberliga gespielt. Also da war es dann nicht so zeitintensiv, der Fußball. Da hatte man dann schon noch mehr Fokus aufs Studium. Aber gegen Ende meines Studiums, als ich dann zu Rödinghausen gegangen bin, hatte man sich dann schon mehr Zeit in den Fußball investiert als ins Studium. Ja, dann würde ich sagen, sprechen wir im zweiten Teil unseres Interviews über den Fußball und wo macht man das am besten? Ich würde sagen, wir fahren zum Fußballplatz, oder? Ja, mach mal. Top. Marius, Location-Wechsel, Bolzplatz, juckt's in den Füßen, wie in der Kindheit? Ja, klar. Also als Kind war ich schon häufig auf dem Bolzplatz mit meinen Freunden. Ich habe ja auch auf einem kleinen Dorf gewohnt oder im kleinen Dorf gewohnt. Da war man schon häufig nach der Schule auf dem Bolzplatz ein bisschen kicken, bei Freunden im Garten und so. Also das ist nicht zu kurz gekommen. Das heißt, jedes Mal aus der Schule gekommen, Turnister in die Ecke und aber auf dem Bolzplatz. Ja, also so ungefähr war es, das stimmt schon. Man hat zwar nicht immer nur Fußball gespielt, aber schon sehr, sehr oft Fußball und das war eine schöne Zeit.
Eine schöne Zeit hattest du auch in Rödinghausen. Wir haben gerade schon ein bisschen drüber gesprochen. Du bist 2018 Regionalliga-Torschützenkönig geworden. War dein absoluter Durchbruch. Viele Vereine hatten dich auf dem Schirm. Und der erste FC Magdeburg, damaliger Zweitliga-Aufsteiger, hat den Zuschlag bekommen. Was hat den Ausschlag gegeben, den Sprung nach Sachsen-Anhalt zu gehen? Ja, weil ich bei dem Verein einfach das beste Gefühl hatte. Die waren auch schon damals zu einer Zeit, wo noch nicht abzusehen war, dass sie so viele Tore schieße, stark interessiert. Und ich hatte immer gute Gespräche mit Mike Franz damals. Und da war für mich relativ schnell klar, nachdem ich auch einmal im Stadion war und die Stimmung da erlebt habe, dass ich zu dem Verein gehen wollte. Ich habe auch damals schon unterschrieben, als noch nicht sicher war, dass sie in die zweite Liga aufsteigen. Dass es am Ende natürlich geklappt hat, hat mich natürlich umso mehr gefreut. Aber ich wäre so oder so damals dahin gegangen. Mike Franz, damals Sportdirektor gewesen in Magdeburg. Früher in der Bundesliga eisenharter Verteidiger. Hat er auch noch manchmal im Kreisspiel mitgemacht? Nee. Also, den hat man da nicht mehr auf dem Platz gesehen. Aber ich kam gut mit ihm aus und habe bis heute immer noch Kontakt zu ihm. Und bin ihm dankbar, dass er mich damals geholt hat. Sportlich lief es durchwachsen für Magdeburg, für dich hingegen richtig gut. Du hast dich in den Fokus gespielt, dein Verein ist abgestiegen, aber du hast den persönlichen Aufstieg geschafft, dich in die Notizzettel oder Notizbücher weiterer Clubs gespielt und Union Berliner zugeschlagen, damals Bundesliga-Aufsteiger gewesen. Wie ist da damals der Kontakt zustande gekommen und gab es auch noch andere Interessenten damals? Der Kontakt ist irgendwann gegen Ende der Saison zustande gekommen. Es war damals, glaube ich, auch, wir haben damals auch gegen Union Berlin gespielt, wo wir dann damals sogar mit Magdeburg abgestiegen sind. Für mich war damals auch klar, also aus der ersten Liga gab es keine weiteren Anfragen. Aber selbst da war ja noch nicht klar, dass Union Berlin in die Bundesliga aufsteigt, als ich unbedingt zu diesem Verein gehen wollte. Es war natürlich dann ähnlich wie bei Magdeburg am Ende auch gut für mich, dass die damals geschafft haben aufzusteigen. Dann würde ich sagen, wir suchen uns ein schattiges Plätzchen und sprechen mal ein bisschen über die Zeit in Berlin und dein allererstes Spiel, denn spätestens da bist du auch allen Schalkern im Begriff geworden. Ja. Aber dazu gleich mehr. Ja. Ja, dann lass uns über ein ganz besonderes Spiel in deiner Laufbahn sprechen. Der erste Bundesliga-Heimsieg überhaupt von Union Berlin. Das war der dritte Spieltag der Saison 2019-2020. Alte Försterei, Abendspiel, Flutlicht an. Zu Gast war ein Gegner. Unweit von Gelsenkirchen, schwarz-gelbe Trikots. Und ihr habt 3:1 gewonnen. Doppelter Torschütze, Marius Bülter. Ist das so ein Spiel, von dem du später deinen Enkel noch erzählen wirst? Ja, wahrscheinlich schon. Also es war schon sehr besonders, weil es aber auch zumal der erste Bundesliga-Heimsieg für Union war. Ich glaube, das war sehr besonders. Die Stimmung im Stadion war sehr besonders. Wie du schon sagst, es war ein Abendspiel unter Flutlicht, ein Topspiel, wo jeder zugeschaut hat. Und dass ich dann 2 Tore geschossen habe, meine ersten beiden Tore auch, da wird man sicherlich irgendwann meinen Kindern von erzählen. Muss man dann am nächsten Morgen, wenn man wach wird, sich einmal vorm Spiegel kneifen und sich fragen, ist das da gestern Abend wirklich passiert? vielleicht schon, obwohl ich eigentlich der Typ bin, der bei sowas mal ganz gut abschalten kann, der vielleicht auch nochmal einen Tag nach dem Spiel das Handy weglegt und nicht auf die ganzen Nachrichten schaut, sondern sich mit anderen Dingen beschäftigt, die nicht mit Fußball zu tun haben. Deswegen fällt mir das eigentlich immer ganz leicht. War das Spiel denn so ein Moment, wo du gedacht hast, boah, jetzt habe ich es geschafft, jetzt bin ich in der Bundesliga angekommen. Kindheitstraum, du hast vorhin gesagt, jeder kleine Junge will mal Bundesliga-Profi werden und du hast es geschafft? Also nach dem Spiel hat man es wahrscheinlich schon gemerkt, dass man wirklich angekommen ist, dass man auch in der Bundesliga Tore schießen kann. Das war alles schon sehr besonders. Es war einfach ein schöner Abend. Du bist mit 25, 26 erst in den Profifußball gekommen. Relativ ungewöhnlicher Weg. Du warst früher ein guter Fußballer, aber es hat scheinbar nicht für ganz oben gereicht. Hat da irgendwas gefehlt? Hast du mit Mitte 20 erst einen Sprung gemacht? Oder war es so, dass die Scouts sich vielleicht immer übersehen haben? Schwierig. Also im Nachhinein weiß ich auch nicht, wieso es erst so spät, warum ich so spät Profi geworden bin. Sicherlich war ich vielleicht nicht in den Jahren davor, in den Anfangsjahren in der Regionalliga, war ich vielleicht nicht der Profi, der ich jetzt heute bin. Aber man hat einfach mit den Jahren dazugelernt. Also ich bin auch nicht böse auf mich, dass ich es damals vielleicht nicht so gemacht habe, weil es auch eine coole Zeit war.
Und wer weiß, ob ich es damals, wenn ich es geändert hätte, ob ich es dann überhaupt geschafft habe. Also ja, woran das jetzt am Ende lag, weiß ich nicht. Aber ich bin einfach froh, dass ich es überhaupt geschafft habe und weiß dann vielleicht auch jetzt umso mehr zu schätzen, ja, wie schön es ist, wirklich richtiger Fußballprofi zu sein. Du sagst gerade, du warst damals vielleicht nicht so der Profi, der man sein muss. Was heißt das? Thema Ernährung oder Thema Schlaf oder einfach der letzte Biss oder? Ja, von allem etwas wahrscheinlich. Also ja, also wie ich mich jetzt verhalte, ja, das kann ich wahrscheinlich mit vor 5, 6 Jahren ja, nicht vergleichen. Aber es war jetzt nicht so, dass ich damals mich nur schlecht ernährt habe. Aber ja, man lernt, wie ich schon gesagt habe, man lernt einfach mit dazu. Ich würde behaupten, dass es jetzt, dass ich jetzt ein, ja, ein Level erreicht habe, was was man einfach braucht, um Profi zu sein. Damals hat es aber bei dir schon mal einen Anruf vom FC Schalke 04 gegeben. Die U23 wollte dich verpflichten. Aber du hast gesagt, nee, mache ich nicht. Warum? Ja, zuerst muss ich sagen, dass man sich natürlich damals schon geehrt gefühlt hat, ja, weil Schalke auch einfach ein Riesenclub ist, auch wenn es damals nur die zweite Mannschaft war und ich auch lange überlegt habe, ob ich es mache oder nicht. Aber ja, Schalke 2 oder Schalke U23 war damals nicht viel besser als Rödinghausen. Und ja, ich hatte halt auch noch mein Studium noch nicht fertig gemacht, was ich ja auch irgendwo machen wollte. Von daher war es am Ende, ich war nicht zu 100% davon überzeugt und deswegen habe ich es nicht gemacht. Im zweiten Anlauf hat es ja jetzt geklappt in diesem Sommer. Du hast dich für Schalke 04 entschieden. Aber erklär doch mal, warum der Wechsel zu Schalke? Es ist vielleicht gar nicht so leicht zu erklären, aber ich habe immer gesagt, dass ich irgendwann mal wieder zurück in meine Heimat möchte, Fußball spielen möchte. Und ja, es gibt deutschlandweit nicht viele größere Vereine wie Schalke, auch wenn es die momentane Situation vielleicht nicht so toll ist. Aber ja, es ist auch eine Herausforderung, auf die ich einfach Lust hatte, wieder den Verein dahin zu führen, wo er hingehört. Und ja, einfach dieses Gesamtpaket hat mich einfach so überzeugt, dass ich das unbedingt machen wollte. Auch ja, wenn es bei Union eine geile Zeit war, die ich nicht missen will. Also es ist mir auch schwer gefallen, den Verein zu verlassen, weil es da auch ja, wirklich einfach cool war. Aber ich bin froh, dass ich jetzt hier bin und bereue meine Entscheidung nicht. Du bist 1993 geboren, in Dreierwalde aufgewachsen, eine gute Autostunde entfernt von Gelsenkirchen. Die Felddienstarena ist 2001 eröffnet worden. Bist du als kleiner Junge das ein oder andere Mal auch im Stadion gewesen? Ja, klar. Also ich war sicherlich einige Male da, auch wenn ich jetzt kein Schalke-Fan bin oder kein Schalke-Fan als Kind war, war ich natürlich einige Male im Stadion, weil es ja einfach ein geiles Stadion ist, eine geile Atmosphäre da ist und man als kleines Kind natürlich gerne hin wollte. Jetzt spielst du selbst, wie du sagst, in diesem geilen Stadion und du hast vor dem Spiel gegen Fortuna Düsseldorf gesagt, ich habe jetzt mein drittes Heimspiel, ich will unbedingt ein Tor schießen, ich möchte mit meiner Mannschaft gewinnen und vor allen Dingen, ich will nach Abpfiff mit den Fans feiern. Du konntest nachher in der Kabine, konntest du 3 Haken dran machen. Wie war dieser Samstagabend für dich, das Gefühl? Ja, natürlich riesig, wenn man sich darauf gefreut hat, wenn man natürlich auch, als man den Vertrag unterschrieben hat, ja, genau das vor Augen hatte, in dem Stadion zu spielen, Siege zu feiern, Tore zu schießen und ja, es ist ein geiles Gefühl. Ja, und ich hoffe, dass dann noch ja, einige von diesen Momenten noch häufiger kommen. Auf Schalke hat in diesem Sommer ein riesengroßer Umbruch stattgefunden. Viele neue Spieler gekommen, unter anderem auch Simon Terodde, dein Sturmpartner. Aber wenn man euch beide beobachtet, habe ich irgendwie so seit den ersten Testspielen das Gefühl, als ob ihr euch schon Jahre kennt. Also das ist eine super Abstimmung. Ihr legt euch die Dinger gegenseitig auf. Ihr wisst, wie ihr laufen müsst. Ist das so gesucht und gefunden? Ja, schwierig zu beantworten. Also bisher haben wir ja noch nicht so viele Spiele gehabt, aber es stimmt, bisher läuft es gut. Aber es gilt auch weiterhin daran zu arbeiten, dass es auch weiterhin gut läuft. Und ich hoffe, dass es so bleibt, aber im Moment sieht es gut aus. Also ja, wir verstehen uns gut auf dem Platz. Natürlich klappt noch nicht alles, aber ich glaube, das ist ganz normal. Aber ja, ich bin optimistisch, dass es so weitergeht. Was auf jeden Fall gut aussieht, ist, wenn ihr zusammen jubelt. Also da merkt man, da wächst gerade richtig was zusammen. Aber gerade speziell, wenn man dich beobachtet beim Torjubel, dann könnte man teilweise sogar Angst kriegen. Also du hast dann so einen Blick, du rennst los, du schießt los. Wenn ich an das Spiel in Kiel denke, ich glaube, Ruven Schröder, der hat jetzt gedacht, mache ich die Arme auf oder gehe ich lieber zur Seite, weil der haut mich gleich um. Was sind das so für Momente, die da in dir ja, freigesetzt werden? Das Adrenalin oder pure Freude oder was ist das? Kann man das beschreiben oder muss man das selber erleben?
Ja, wahrscheinlich muss man es selber erleben, aber ja, ich weiß, dass meine Jubel immer etwas ausgefallener sind. Das sagen mir auch immer meine Freunde. Aber ich komme damit klar. Also es sind einfach Emotionen, die dann aus mir rauskommen. Das kann man in dem Moment dann wahrscheinlich schwierig kontrollieren, deswegen jubel ich so, aber ja, das gehört zu mir dazu. Also ich glaube, ja, ich werde meinen Jubel nicht mehr ändern können. Ja, wenn es an mir geht, kannst du das jede Woche machen. Ja. Aber bist du so ein Typ, der sich mal vorher überlegt, wie er jubelt oder einfach frei raus? Nee, eben gar nicht. Also ich habe mir noch nie Gedanken zugemacht. Einfach frei raus. Deswegen sieht es wahrscheinlich so aus. Welche Ziele hast du dir jetzt für die nächsten Wochen, die nächsten Monate auf Schalke gesetzt? Wir haben jetzt ja ein gutes Drittel der Hinrunde ist vorbei. Ja, einfach Konstanz in unsere Spiele zu bekommen und natürlich so viele Punkte wie möglich zu sammeln, um oben dran zu bleiben, um ja nicht den Anschluss zu verlieren. Das sah am Anfang der Saison nicht so gut aus, das muss man auch ganz klar sagen. Jetzt haben wir ein Spiel gewonnen, aber ich glaube, ja, wir sollten weiter hart arbeiten, zusehen, ja, dass wir das oder die Qualität, die wir im Kader haben, auch jede Woche auf den Platz bekommen. Und ja, ich glaube, dann haben wir gute Chancen, dass wir alle unser großes Ziel erreichen. Es ist das Ziel, jedes Heimspiel nach dem Spiel vor der Kurve zu stehen und einfach mit den Fans zu feiern, zu jubeln? Ja klar, also wenn wir das schaffen, dann glaube ich, haben wir auch große Chancen, irgendwann wieder aufzusteigen. Ja, wir sollten zusehen, dass wir zu Hause eine Macht werden, dass wenn der Gegner bei uns ins Stadion kommt, ja, der weiß, hier gibt es heute keine Punkte. Ich glaube, die ersten Heimspiele haben es nicht über 90 Minuten so hinbekommen. Aber ich bin optimistisch, dass wir das schaffen. Ja, wichtig ist, dass man durchzieht. Ich meine, du hast es im Studium gemacht, warst am Ende erfolgreich. Das ist dann beim Fußball wahrscheinlich genauso. Aber was ist eigentlich schwieriger, ein Tor in der Felddienstarena zu erzielen oder eine Bachelorarbeit zu schreiben? Ja, wahrscheinlich ein Tor in der Felddienstarena zu schießen, weil das ist nicht so vielen Menschen oder nicht so vielen Fußballern oder haben nicht die Möglichkeit, das zu machen. Ja, hängt natürlich auch ein bisschen immer vom Gegner ab, aber ich glaube schon, dass das schwieriger ist, da ein Tor zu schießen als die Bachelorarbeit, auch wenn das nicht einfach war. Aber halten wir fest, Studium, Abschluss gemacht, in der zweiten Liga viele Abschlüsse, im Pokal eine gute Abschlussquote. Also du bist einfach ein Typ, der zieht die Dinger durch und ich hoffe, dass viele, viele Abschlüsse jetzt noch weiterkommen. Ich glaube, damit wirst du alle Schalker sehr, sehr glücklich machen. Ja. Marius, vielen Dank für die Zeit, für den Ortstermin hier an deiner alten Wirkungsstätte in Lingen, wo du studiert hast. Jetzt bist du Fußballprofi auf Schalke, machst uns jedes Wochenende glücklich. Darum vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, um mit uns hier den Ortstermin zu machen. Gerne, Dankeschön.